Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. So, wir haben das vierte Königreich entdeckt, aber wie gesagt, ne, wir lassen da erstmal noch die Finger von. Und ich schau mal eben auf die Karte. So, also wir sind hier, da ist die Siedlung auf dem Kahn, die zweite. Das Königreich ist da. Hier haben wir eine ewige Schmiede. Ja, haben wir hier eine Ansiedlung in der Nähe? Ja, da würde ich da ganz gerne nochmal hindüsen. Ich weiß nicht, was das hier, also warum wird hier immer 0 von 3 angezeigt? Gibt es hier unterschiedliche Ansiedlungen oder was ist da der Hintergrund? Oder ist das einfach nur ein Bug? Würde ich jetzt nicht verwundern. Wir schauen mal. Wir müssen sowieso gucken, ne, und so. Und wie sieht es überhaupt aus? Wir sind einigermaßen mit Wasser versorgt. Kohle ist im Augenblick nicht so das Problem. Nahrung geht. Alles andere, also wir, sehr viele Sachen werden geliefert. Das hatten wir uns besorgt. Da haben wir auch ein bisschen nachgetankt. Aktuell sind wir aber dicht. Es geht hier nichts mehr. Hier hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Ne? Das hatte ich ja hier gemacht, hier mit den Wohnen und so. Ja, wir haben 144 Wohnungen, 135 Einwohner. Die Leute sind einigermaßen zufrieden. Und wir sind immer noch Kleinstadt der Lüfte. 15 Arbeiter mehr und wir haben dann den nächsten Level. Okay, ja, jetzt ist die Frage. Das haben wir alles schon gefunden. Moment. So, ja, genau. Die Siedlung. Das war das nächste. Da vorne sehe ich Wasser. Den kennen wir. Rekrutieren will ich im Augenblick niemanden. So, bin ich auf dem richtigen Weg bezüglich dieser Ansiedlung. Jo, das passt ganz gut. Ich mach mal. Huch. 8 Arbeiter haben wegen Entfernung aufgehört. Achso, ja, geht sowieso nichts mehr hier mit Quarz sammeln. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass ich da noch dran bin. Upsi. Haben wir entfallen. So, wir haben 17 Untätige. Und was ich gar nicht mal so schlecht finde. Ja, das gibt mir ein bisschen Spielraum. Ich kann immer mal gucken, was brauchen wir so ganz dringend. Und wo packe ich welche Leute rein. Also ich werde hier so ein paar Sachen wieder offscreen machen hier, ne, bezüglich der Wohnqualität. Also vor allen Dingen hier mit den Bäumen und so. Das werde ich jetzt nicht da, das werde ich euch nicht antun, dass wir das dann auch noch hier im Spiel machen. Das würde etwas zu viel Zeit binden, glaube ich. Und ist dann letzten Endes dann nicht so nutzbringend. Also hier so fürs Let's Play. Einen Augenblick, wie weit sind wir davon entfernt? Entschuldigung, wenn ich gerade so ein bisschen irritiert bin. Wir sind direkt neben der Ansiedlung. Hallo? Das ist nur Wasser, ne? Das, also nur in Anführungsstrichen Oase. Die nehmen wir einfach mal mit. Wir sind hier gerade in der Nähe. Wo ist denn. Wo? Ich sehe es nicht. Hä? Ach da! Das ist das Teil. Kleine Ansiedlung, eine kleine Siedlung. Über das Gewässer erblicken wir eine kleine Ansammlung von Häusern. Vielleicht möchten sich uns einige der Siedler anschließen und ihren Sumpf zurücklassen. Moment. Obwohl die hiesigen Gewässer größtenteils untrinkbar waren, fanden die Siedler gerade genug Trinkwasser, um zu überleben. Das kennen wir. Neugierig, neugierig, neugierig. Vielleicht zählen die deswegen nicht, weil wir hier niemanden mitgenommen haben.
Das wäre eine Möglichkeit. Das würde ich verstehen, ja, dass man hier, dass die Siedlungen in dem Augenblick halt zählen, als entdeckt, was auch immer. Sobald man halt sagt hier irgendwie, okay, wir nehmen die Leute mit. Und wenn man das nicht tut, dann bleibt das halt, ne, hier von wegen 0 von 3 oder so halt. Ne, und dass dann halt gezählt wird, wie viel, ja, bei wie vielen Siedlungen hast du denn jetzt da Leute mitgenommen? Und dann erhöht sich die Zahl dann halt auf maximal dann 3, wenn man von allen 3 Siedlungen entsprechend Leute da mitgenommen hat. Die sind aber nur neugierig und ich brauche so dringend im Augenblick niemanden. Von daher schenke ich mir das jetzt hier an, in dem Moment, da Leute mitzunehmen, die dann so ein bisschen nöckelig sind. Aber wo nöckelig? Ich sollte das hier vielleicht mal ein bisschen beschleunigen. So, also, das bringt nichts. Da ist eine unbekannte Siedlung, die ist allerdings zu weit weg. Man stürzt sich auf das Wasser, das ist gut. Aber 200 Liter haben wir. Auch eine kleine Siedlung zu weit weg. Was ist das? Kennen wir den schon? Ja, den kennen wir schon. Schade. Also hier war weiter nichts. Zumindest habe ich da weiter nichts gesehen. Man könnte hier noch gucken. Entschuldigung. Aber das musste jetzt, was gesagt werden muss gesagt werden. Ich würde hier ganz gerne nochmal schauen, da nochmal ganz gerne schauen. Das heißt, wir sind jetzt sowieso gerade hier unten in dem Bereich. Das heißt, ich düse einmal hier unten so rum. Guck mir die entsprechenden Stellen da nochmal etwas genauer an. Und in der Hoffnung, dass wir da das ein oder andere entdecken. Dann würde ich hier oben das gleiche mit so in dieser Ebene machen und da oben und dann sind wir hiermit durch. Also wenn wir hier weiter nichts finden, dann war's das. Dann sind wir hiermit aber auch bis auf das letzte Königreich sind wir hiermit durch. Ja. Moment, Augenblick, müssen wir wieder raus, damit wir weiterkommen. Hallo. Warte. So, Wasser ist auch, ja, okay, ist alles dicht. Hier brauche ich niemanden, weil hier, da ist nichts mehr. Verkehrte Richtung, so rum. War da gerade, es waren zwei Literchen sind da noch vorhanden. Die will ich nicht unbedingt mitnehmen. So, jetzt muss ich trotzdem nochmal auf die Karte. Ja. Das passt schon. Dann würde ich hier lang düsen. Ja, also wir sind hier mit dreifacher Spielgeschwindigkeit unterwegs und ich bin echt erschreckt, wie langsam der Vogel hier unterwegs ist. Ja, das ist schon. Weiß nicht. Mal hier, Kohlevorkommen brauchen wir tatsächlich im Augenblick nicht. Wassertechnisch sieht es auch gut aus. Hier können wir eh nichts mehr machen. Natürlich immer Sorge, dass ich mich irgendwas übersehe, ne, was hier schon mal durchaus passieren kann. Bei dem Nebel und so. Manche Dinge, so wie beispielsweise da diese kleine Siedlung, das springt einem sofort ins Auge. Aber anderes nicht so unbedingt. Aber hier ist auch nichts. Moment, was ist das? Dann brauchen wir da eigentlich nicht weiter zu gucken, denn hier sehe ich absolut nichts. Wenn ich mit dem Mauszeiger hier drüber gehe, alles das, was ich irgendwie, was nutzbar ist, was anklickbar ist, wird angezeigt. Das heißt, wir haben gerade hier den Bereich, den haben wir jetzt gerade sozusagen überprüft. Da ist nur dieses eine komische Tal hier, was wie so eine Ruine oder so aussieht. Das ist aber ein Geistheiler verbessert. Das ist schon cool. Technologiebaum öffnen. So, Sehnsüchte. Wir haben
Das erforscht Kapazität um 5 erhöht. Wir könnten das nochmal auf 10 erhöhen in 64 Stunden. Oder aber ich kämpfe immer noch damit, mir dieses Teil da zu bauen. Der bringt letzten Endes nur Gesundheit. Der gibt Geborgenheit, also dieser Teegarten gibt Geborgenheit und Gesundheit. Wie lange brauchen die für die Erforschung? In 16 Stunden. Glaube und Licht. Geborgenheit und Glaube. Auch in 16 Stunden. Bei 64 Stunden ist schon eine Hausnummer, ne? Um die Kapazität um weitere 5 zu erhöhen. Oder ausgehend von hier nochmal 10 drauf. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass man sagen könnte, oh. Wir nehmen mal den Teegarten. Egal, das sind jetzt 16 Stunden, dann investiere ich die eben da drin. Und es sei denn, ich habe hier irgendwas anderes, was wichtig ist. Achso, dieses Segel. Auch 4 in 2 Stunden erforscht. Hohe Kosten, kein Treibstoff. 4 Arbeiter, hohes Tempo. Hohe Kosten. Gut, 15 Holz, 15 Lehm. Es geht. 4 Leute. In 2 Stunden. Wir machen mal das Segel. Wir machen mal das Segel, dann müssen statt hier mit den Sehntüchten, das müssen wir noch ein bisschen warten. Dann ist das so. Moment, wo ist unser Schiff? Unser Königreich, unser Königreich der Lüfte. Zufrieden. Gesundheit 125 durch nahe Gebäude. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz pausieren. Okay. Hallo? Aha. Okay, das sieht los. Und so weiter und so fort. So, Sehnsüchte, wo haben wir ihn? Klinik, Geistheiler. So. Ah! Glaube für 135 und Gesundheit für 135. Jetzt sind alle zufrieden. Sehr gut. Immerhin. Das lässt sich sehen. So, ich will ein bisschen mit der Geschwindigkeit hier runter, um mir Dinge mal in Ruhe angucken zu können. Das ist lediglich ein Königreich. Technologie. Ja, das Segel ist erforscht. Das ging jetzt relativ zügig. Ja, klar, das war ja auch eine neue Sache. Sehnsüchte, dann würde ich jetzt sagen, nehme ich hier los. Hallo? Hallo? Egal. Tempel? Nee, wir hatten gesagt Teegarten, wenn, ne? Dann nehmen wir erstmal den Teegarten. Moment, Antrieb. Das Segel. Da.
16 Stunden. Ja, nee, ich bleibe erstmal dabei. So. Ja, also ist die Frage, wo kann man denn das Segel überhaupt hinbauen? Wenn wir es denn bauen wollen. Antrieb, Segel. Wie sieht das aus? Okay. Kopieren kann ich es nicht. Würde ja vorne irgendwie Sinn machen. Ist ein bisschen komisch. 2 Grad zurück. Null nach rechts plus. Steht das Ganze jetzt Augenblick ehrlich gesagt nicht so ganz. Soll in 2 zurück? Keine Neigungsprobleme. Wieder mal. Ah! Das war jetzt zu nah. Ich geh mal ein bisschen näher ran. Würde das eigentlich irgendwo oben, ne? Das macht ja, würde ja eigentlich Sinn machen, das möglichst irgendwie hoch irgendwie anzubringen. So ein Mast oder so wäre eine geile Sache. Wieso kann ich das denn hier an so einem Weg andocken? Seltsam. Ich mach mal, ich probiere das jetzt einfach mal nochmal aus. Ne? Das ist jetzt mehr so Neugier als alles andere. Das ist, ja. Ist halt so. Ich mach hier mal Weg. So, das soll ich erstmal fertigstellen. Na, war jetzt verkehrt. Hallo. Okay, wie sieht es kartentechnisch aus? Also, umgebungstechnisch, wo sind wir? Da. Würde ich erstmal hier hin düsen wollen, das heißt, in diese Richtung. Da ist einiges an Wasser. Da ist eine Ruine. Oder so. Aber ansonsten sehe ich hier nichts, was auch irgendwie nach irgendeinem anderen Gebäude aussieht. Ne? Sprich Bibliothek oder Planetarium oder was auch immer. Ich steuere mal das Wasser an. Wie sieht es aus mit Wasser? 162 minus 5,5. Oh, die sind fertig. Die sind fertig. Wenn so viel Zeit muss sein. Antrieb. Bin immer dafür, wenn der Vogel hier ein bisschen schneller wird. Ja, schauen wir mal, was dabei jetzt bei rumkommt. Ist etwas mysteriös, das Ganze. Wie der nach hinten wirkt, ist mir ein Rätsel. Naja. Wenn es gar nicht anders geht, muss ich hier Sachen versetzen bezüglich des Auftriebs. So, ah ja, der wiegt ja nach hinten, das heißt, ich müsste hier was tun. Na, schauen wir mal. So, okay. Bisschen Wasser nachtanken. Da waren wir schon. Was ist das da hinten? Das ist eine unbekannte Siedlung. Da haben wir den Turm.
Hier ist nur Wasser in Anführungsstrichen. Und ansonsten ist hier tote Hose. Ah, die sind auch direkt nebenan. Vielleicht wäre es keine dumme Idee, wenn wir eh schon hier in diese Richtung unterwegs sind, dass wir uns hier vielleicht noch ein bisschen umgucken. Was haben wir denn da alles? Uralten Brunnen, schillernde Teich. Achso, das waren ja, alles klar. Da sind auch diese Ansiedlungen. Da war ich wohl auch nicht so erpicht drauf, da irgendwelche Leute mitzunehmen. Vielleicht waren die auch nicht so erpicht darauf mitzukommen. Schöne Teiche, was? Der Gold? Ein. Ewige Schmiede, uralte Ruine, Ansiedlung. Da haben wir die Kreuzung. Ewige Schmiede. Genau, das waren die beiden. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht eine machbare Sache. Wie sitzt hier mit uns? Achso, ich gehe hier mal auf dreifache Geschwindigkeit wieder. Weil hier sehe ich nichts. Dass wir dann erstmal in dem Bereich dann uns nochmal umschauen und uns dann da entsprechend dann auch versorgen. Das sollte da ja einigermaßen gehen. Ja, das wären so die Überlegungen für diese und die kommende Folge. Ach, so funktioniert das. Geht das wie so ein Windrad. Seltsames Segel. Wenn das was bringen soll, wie sieht das hier aus? Da müsste ich mal schauen. Okay. Ja, wie gesagt, kommende Folgen werden zeigen, was wir finden werden oder nicht finden werden. Wie gesagt, ich würde die diese drei Wunder ganz gerne zusammenbekommen. Und damit wir die ganze Geschichte an den G letzten Endes abgeschlossen bekommen. Wir wissen ja, wo das letzte Königreich zu finden ist. Und sobald wir die Wunder da komplett haben, stürzen wir uns da drauf. Und dann dürfte das hier sich dann mit dem Spiel dann auch erledigt haben. Haben wir das wohl, so wie es aussieht, wie sich die Sache bis jetzt so abzeichnet, erfolgreich dann geschlossen. Aber das ist auch Zukunftsmusik. So weit sind wir noch gar nicht. So weit sind wir noch nicht. Da ist keine Vorschusslorbeeren. Es kann hier noch alles den Teich runtergehen unter Umständen. Ne? Den Teich runtergehen? Was erzähle ich? Egal. Es wird Zeit, dass ich Pause mache. Zumindest eine kurze. Ich danke für eure Dabeisein. Ich danke für eure Begleitung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für deine Begleitung hier auf meinem Kanal und hier bei diesem Let's Play. Freut mich sehr, wenn ihr euch das hier mit mir zusammen anschaut. Also ich schaue es mir an und spiele und ihr schaut euch nur an und flucht oder keine Ahnung. Okay, ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Das ist das Wichtigste. Bis bald, genießt die Zeit und alles Gute für euch. Macht's gut.